An die Sensebox kann man einen Ultraschallsensor anschließen mit diesem Adapterkabel. Und dazu nutzen wir einfach einen von diesen drei Ports hier drüben. Ich nehme einfach mal die goldene Mitte. Zack. Und jetzt geht es darum, den Ultraschallsensor in der richtigen farblichen Reihenfolge anzuschließen, analog zu diesen Pins, die wir haben mit der Beschreibung. Dazu haben wir hier ganz außen GND, das steht für Ground, also Erdung. Und hier daneben haben wir Echo, Trigger und VCC. So, damit man das jetzt gut erkennen kann, lege ich den Sensor erstmal hier so hin. Und dann fangen wir mal an mit der Verkabelung. Schwarz kommt in die Erdung, das heißt hier ganz außen. Dann kommt das gelbe Kabel für Echo. Dann kommt das grüne Kabel für Träg. Und zuletzt noch VCC mit Rot. So, und dann kann ich hier meinen Ultraschallsensor einstecken. Um Entfernungen zu messen, müssen wir den Ultraschall-Entfernungssensor programmieren. Der Ultraschall-Distanzsensor hat einen eigenen Block, den man unter Sensoren findet, in dem definiert wird, wo und wie der Sensor angeschlossen ist. Zum Verständnis: Trigger bedeutet, dass die Messung ausgelöst wird, und Echo bedeutet, dass der Ultraschall zurückkommt. Aus diesen beiden Werten wird die Entfernung in Zentimeter vom Sensor berechnet.